Heute hat es bei uns sehr viel geschneit und als ich so durch den Wald gelaufen bin, bin ich mir ein bisschen vorgekommen wie ein Märchen. Und jetzt, als ich wieder zuhause bin, in der warmen Stube, habe ich gedacht, ich hole mir ein Märchenbuch aus dem Büchergestell und lese mir ein Märchen. Und weil ich die Videokamera mitgenommen habe, beim durch den Wald durchlaufen, habe ich gedacht, ich könnte das Märchen aufnehmen, dass auch andere, die heime in der warmen Stube sind, das Schweizer Märchen könnten hören. Das unheimliche Spinnrad. Vor mehr als 100 Jahren haben in einem Bergdorf im Wallis zwei Waisenkinder gelebt. Der 9-jährige Hubert und 6-jährige Kätti. Ihr Vater ist beim Holzen von einer Tanne erschlagen worden und die Mutter bald darauf aber vor Kummer auch gestorben. Die Kinder sind dann zu einer Frau in die Pflege gegeben worden. Und die hat ganz alleine hoch über dem Dorf auf einem Bauernhof gewohnt. Die Leute im Dorf haben dem Bauernhof Weltende gesagt. Im Winter hat man mühsam viele Stunden durch den Schnee müssen stopfen, um den Bauernhof zu erreichen. Die Kinder hatten kein gutes Leben bei dieser Pflegemutter. Mit Fußtritt hat sie den Bub zur Arbeit gejagt. Und sie hat keine Gelegenheit rausgelassen, wo sie im Kätti können an den Zöpf ziehen. Kein gutes Wort ist je über ihre Lippen gekommen. Und das Essen, das sie den Kindern gegeben hat, da war sie dürftig und mager. Die böse Frau hat nichts lieber gemacht, als an ihrem Spinnrad gesessen und mit ihrem Uhu zusammen gsi. Den Tag über ist der zahme Uhu auf ihrer rechten Schulter gesessen und die Nacht hat er bei ihr im Bett geschlafen. Das Spinnrad hat unheimlich ausgesehen. Es war schwarz, voller Spinnweben und Ungeziefer und an der Querstange sind zwei geschnitzte Teufelshörner gehangen. Z'Obig, wenn es dunkel geworden ist, ist die böse Frau an das gruselige Möbel hergesessen, hat den dreckigen Faden gedreht und hat mit einer krächzenden Stimme gesungen. Auf dem Rad, ritt ich einmal hopsassa, aus der Stube, ins heisse Land von der Belzebub. Der Uhu ist dabei auf ihrer Schulter gesessen und seine gelben Augen haben gerollt wie feurige Räder und er krächzte schurlich. Huhu, huhu, wenn fahren wir dem Teufel zu? Das war unheimlich. Die beiden Kinder haben richtig Angst bekommen. Sie haben sich in den hintersten Winkel der Küche gedrängelt und haben sich ganz, ganz fest an der Hand gehabt. Am glücklichsten waren die beiden Kinder im Sommer, wenn Kätti und Hubert im Wald können Beeren sammeln und Holz suchen. Es war wunderschön im Bergwald. Da gab es Vögel, Eichhörnli und neugierige Häsli. Die Kinder können spielen und umtoben und sich Geschichten erzählen. Aber wo dann der Winter kam, mussten sie im Haus bleiben und sind von früh bis spät umgeschöpft worden und plaget. Ein Tag vor Weihnachten hat die böse Frau zum Kätti gesagt: Es wird langsam Zeit, dass du lernst spinnen, du faule Tropf. Los, setz dich an! Und fang an! Kaum aber hat Kätti die Spulen in die Hand genommen, hat das Spinnrad angefangen. Es hat Funken in den Stuben gesprüht und quietscht wie ein junges Säuli. Kätti hat aufgeschrien vor Entsetzen. Und der Hubert hat geistigsgegenwärtig das Teufelsgestell genommen und hat es aus den Schnee gerührt. Es ist runtergeschlittert, der hart gefrorene Hang runter und ist unten in den Bergbach hineingefallen. Wie eine Furie ist die böse Frau auf den Bub losgegangen und hat gekreischt: Los, all mir das Spinnrad zurück! Ich muss es wieder haben!
War, das wirst du mir büssen, das wirst du mir büssen. Rasend vor Wut hat sie das Kette gepackt an den Zöpf. Sie hat es in eine dunkle Kammer hineingesperrt und die Türen geschlossen. So, da kannst du bleiben und mit den Ratten spielen, bis der Hubert mir das Spinnrad wiederbringt. Sie hat so laut und gellend gelacht, dass es dem Kind durch Mark und Bein gegangen ist. Rasch ist der Hubert in die Scheuer rausgerannt und hat sich ein kleines Holzbrettchen genommen. Einen richtigen Schlitten haben sie ja kennengelernt. Er hat sich auf das Holzbrettchen draufgesetzt und ist den Abhang runtergesauset. Er hat gehofft, das Spinnrad sei vielleicht an einem Felsvorsprung hängen geblieben. Aber er konnte nie eine Spur davon entdecken. Während der ganzen Nacht ist der Hubert am Bachufer entlang gehastet. Er ist über Gröll hineingeklettert, über Baumwurzeln gestolpert und hat sich im Mondschein umgeschaut und gehofft, er fände das Spinnrad. Vor Kälte und Müdigkeit erschöpft, ist er manchmal fast zusammengebrochen. Aber der Gedanke an seine arme Schwester hat ihm immer wieder neue Kraft gegeben. Endlich gegen Morgen hat der Hubert eine kleine Mühle erreicht. Zum Umkehren müde hat er sich auf die Bank vor dem Haus gesetzt. Tränen sind ihm über die Backen gelaufen, aus Angst und Sorge um sein eingesperrtes Schwesterlis Kätti. Da ist die Eingangstür von dieser Mühle aufgegangen und eine alte Frau mit schneeweißem Haar ist rausgekommen. Als sie den Hubert gesehen hat, hat sie ganz verschrocken gerufen: Ach du lieber Himmel, du bist ja ganz blau gefroren. Komm rein und wärm dich, ich mache dir auch gerade etwas zu essen. Sie hat den Hubert in die Küche hineingenommen und hat ihm einen Stuhl ganz nah ans Feuer angeschoben. Sie hat Milch aufgesetzt und hat angefangen, den Tisch zu decken. Der Hubert hat etwas herumgeschaut. Es war schön heimelig und sauber in dieser Küche. Und auf einmal sind seine Augen kugelrund und ganz gross geworden. Neben dem Herd ist das schwarze Spinnrad mit den Teufelshörnern gestanden. Wo habt ihr denn das her? Stotterte Hubert. Die alte Frau lacht. Gell, Bub, das ist ein merkwürdiges Gestell. Mein Sohn hat es gerade vor einer Stunde aus dem Bach gefischt. Es ist ein Müllerad hängen geblieben. Der Hubert hat ganz rote Backen bekommen, Freude. Gott sei Dank, es gehört meiner Pflegemut. Ich muss es schnell heimbringen. Sie hat meine kleine Schwester eingesperrt und es ist noch weit bis zum Weltende. Dann nimm doch wenigstens etwas mit auf den Weg. Heute ist doch Weihnachten, hat die alte Frau gesagt. Sie hat im Hubert seine rechte Tasche gefüllt mit Weihnachtsgebäck, die linke mit roten Rüebli und dann hat sie ein grosses, selbstbackenes Birnenbrot in ein rotes Seidenpapier hineingepackt und hat es mit einem goldigen Bändeli zugeschnürt. Das Geschenk hat sie in einen kleinen Rucksack gegeben, wo sie dann im Hubert angelegt hat. Vergelt's Gott, viel tausendmal, hat der Hubert gerufen, hat das Spinnrad gepackt und hat sich auf den Weg zum Weltende gemacht. Er ist so schnell, wie er konnte laufen, gelaufen. Aber auf dem hart gefrorenen Schnee ist er immer wieder ausgerutscht. Als er auf den steilen Waldweg gekommen ist, wo zum Haus der bösen Frau geführt hat, war es schon am Eindunkeln gewesen. Auf einmal leuchten ihm zwei grosse, gele Augen entgegen. Und vor ihm steht ein riesengroßer, grauer Wolf. Er fletscht seine Zähne und der Hubert hat nur noch einen einzigen Gedanken. Was wird aus dem Kätti, wenn der Wolf mich jetzt auffrisst? Blitzschnell hat er ein Weihnachtsgutzli aus dem Hosensack rausgeholt und hat sie dem Wolf vors Maul angehebt. Der Wolf hat seinen grossen Rachen aufgesperrt und schwupp, schon hat er das Zuckerringli runtergeschluckt. Dann stellt er sich auf die Hinterbeine, macht ein Männchen wie einen zahmen Hund und frisst nacheinander 4 Anisbrötli, 3 Butterringli und 12
Zimmetsterne. Wo der Wolf das ganze Weihnachtsgebäck aufgegessen hat, hat er rechts umkehrt gemacht und ist im dichten Wald verschwunden. Der Hubert ist weitergeklettert. Es war ein beschwerlicher Weg und er war hungrig mit schmerzenden Füßen. Wie aus heiterem Himmel ist aber plötzlich ein riesiger Bär vor ihm gestanden. Er hat sich auf die Hinterbeine gestellt und hat die dicken Pfoten zusammengepatscht, wie ein Kind, das sagt, bitte, bitte. Der Hubert hat ein Rüebli nach dem anderen aus seiner Tasche rausgezogen und hat sie dem Bär angestreckt. Der hat alle Rüebli aufgegessen, hat brummelt und ist zufrieden davongetrottet. Es war schon Mitternacht, wo der Hubert endlich zum Haus gekommen ist. Die böse Frau hat sich ihm entgegengestürzt mit dem Uhu auf der Schulter. Wo sie das Spinnrad gesehen hat, hat sie aufgeheult und vor lauter Freude gesagt, mein Spinnrad, juhu, mein Spinnrad. Sie hat das Möbel an sich angedrückt und hat tanzt wie eine Verrückte. Dann hat sie sich rittlings auf das Spinnrad aufgesetzt, wie wenn das ein Hexenbesen wäre, und ist auf ihrem sonderbaren Gefährt den steilen Abhang runtergesaust. Der Wind hat geheult und tobt. Es hat donnert und krachet. Und von weit her hat man den Uhu hören schreien. Uhu! Uhu! Jetzt fahren wir dem Teufel zu! Der Hubert hat seine kleine Schwester schnell befreit. Er hat in einer Schublade zwei Kerzen gefunden und hat sie auf eine Tannast aufgestellt und sie angezündet. Die Kinder haben zusammen das Birnenbrot gegessen und die heisse Geissenmilch dazu getrunken. Am nächsten Morgen war die Sonne hell am Himmel und hat geschonen. Der Hubert hat die Kette über die glitzernden Schneefelder runter ins Dorf gebracht. Und dort haben sie erzählt, was passiert ist. Die Kinder sind dann zu guten Leuten in die Pflege gekommen und von da an sind sie glücklich aufgewachsen. Von der bösen Hexe aber und von ihrem Spinnrad, sowie auch vom Uhu, hat man nie mehr etwas gehört. Das war also das Märchen, das unheimliche Spinnrad aus dem Schweizer Märchenbuch von Trudi Gerster.